Hallo, Behindert? Heute war ein guter Tag, beziehungsweise letztes Mal war ein guter Tag. Denn wir haben eine Rabutnik-Drohne erschaffen. So, das war das Intro. Das ist echt das Crazieste, was ihr jemals gemacht habt, Boys und Girls. Und das wird auch niemals negativ zu uns zurückkommen. Nein. Gut. Das heißt, der Spieler hat das offiziell jetzt bestätigt, dass das niemals zu uns zurückkommen wird. Sehr gut. Ja, das Ding ist, deine Menschenkenntniswürfe sind ja solide. Leider ist die Betonung, die er gerade drauf hat, dafür gesorgt, dass wir diesen Typen jetzt sofort umbringen und in den nächsten Abgrund schmeißen werden, wo die Bitte Gute sind. Bitte kein Meta geben, das finde ich total ungeil. Wir sind ja eigentlich dicht und deep und total in Character. Weißt du, was das Schlimmste ist? Dass du uns immer total bestärkst da drin und uns dann um die Ohren pfefferst. Mhm. Erst freust du dich. Er macht ja auch jedes Mal mit. Aber erst freust du dich voll und dann, ja, was würde denn passieren, wenn wir die ganze Zeit irgendwie coole Sachen machen und du uns dann auch noch anfeuerst und wir dann die ganze Zeit sagen, nö, wir machen das nicht, wir machen jetzt nichts Cooles mehr. Wir schmieden jetzt einen Tag lang unseren Plan, dann brechen wir in das Industriegebäude ein, das eigentlich genauso aussieht wie alle anderen 3000 Industriegebäude. Ja, und wir sehen ja schon mal nicht alle Industriegebäude gleich aus und die Waschschutz und sowas funktioniert nicht alles gleich. Ja. Hat Ecken. Also da bin ich ja tatsächlich eitel. So. Dann nicht mehr. Dann wirst du nämlich banal, weil du uns banal machst. Alles klar. Du merkst schon, du willst einfach heute richtig jede mitkriegen. Erst die ganze Scheiße am Anfang und jetzt das. Ich verstehe. Zicke. Nee, ist ja okay. Hast du wieder deine Hormone nicht geschluckt? Ja, das war jetzt irgendwie bla. Gut. Kam ja auch von dir. Ha! Nee, das Einspielen war bla. Achso, ja, das war natürlich schlecht. IoT, was geht ab? What's up? Haben wir eigentlich wieder Edge? Ihr habt doch volles Edge. Oh gut, oh. Ich muss es mir nochmal aufschreiben. Ich auch. Oh, ich hab wieder Edge, Mann. Super. Aber dafür bin ich wieder blank. Ich habe einfach mal richtig viel Kohle ausgegeben in letzter Zeit. Blank. Wie viel Geld hast du noch? 13.000. Ach, ich bin völlig blank. Blank. Alter. Ich kann nur noch 6,5 Monate davon leben. Du wirst wahrscheinlich noch ein bisschen davon ausgeben müssen für den ganzen Kram. Ja, aber. Ist doch nicht schlimm, ist ja für deine Familie. Genau. Können wir dem Typen jetzt Stimmen in seinen Kopf bringen? Das werden wir nicht tun. Achso. Da er eigentlich keinen Zugriff drauf hat, eigentlich nicht. Naja, es ist ja verbunden mit seinem Hirn. Ich denke, es wäre möglich. Wir werden es nicht tun. Mich doch bitte wenigstens mal die Möglichkeit erörtern, Karman kann was hinter deinem Rücken tun. Du müsstest natürlich, wenn du Stimmen einspielst, du kannst natürlich einfach deine Stimme nehmen, das verzerren und in seinem Hirn absetzen, das ist nicht so das Problem. Allerdings ist es halt das Gefühl, wie wenn du sonst einen AR-Anruf in deinem Kopf empfängst. Also dieses Feeling ist dann halt gleich und er kann es viel leichter ahnen. Wenn er zum Doc geht, finden sie vermutlich sowieso einen Comic irgendwann. Nicht? Mhm. Es ist prinzipiell möglich, aber es ist nicht der beste Shit der Welt. Gut. Auf jeden Fall haben wir den jetzt, die Feeds von dem. Finde ich super. Sie. Ein Knaller.
Ihr bekommt beide einen Anruf vom Johansson. Hallo? Guten Tag. Ja? Ich wollte fragen, ob Sie beide für ein kurzes Gespräch und nur ein Gespräch Zeit hätten. Schon. Muss auch nicht heute passieren, die nächsten Tage habe ich durchaus Zeit, aber ich wollte schon mal vormerken, dass ich da gerne mit Ihnen kurz eine Unterhaltung führen möchte. Möglich. Also Sie einfach wann und wo und dann... Wie wäre es denn heute 0 Uhr? Weiß nicht. 0 Uhr wäre eigentlich schön und ich würde mich gerne einfach wieder im Fitnessstudio mit ihm treffen. Gut. Von mir aus. Klingt gut. Sehr schön, sehr schön. Dann auf Wiedersehen und bis heute Abend. Düt, düt, düt. Welches Fitnessstudio meinte der? War ich da schon mal mit? Ja, ne? Ja, du warst schon mal mit. Das, wo er sein Geld wäscht. Johann Johansson. Genau der. Gut. Gut, ja. Hast du dir eigentlich überlegt, wie das Ganze weitergeht? Also was willst du machen, wenn du die Typen wirklich findest? Dann will ich raus... Also, wenn das... Ich möchte erstmal rausfinden, wer von denen zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort war. Aber du kannst auch sagen, was los ist. Du hast mir die Geschichte schon erzählt. Bad Habit. Alte Angewohnheit. Ja, also, ich möchte wissen, wer das war. Und dann wird dieser Mensch sterben. Oder diese Menschen. Du meinst, du willst den Hintermann, der das in Auftrag gegeben hat? Ja. Und die Leute, die es ausgeführt haben. Was ist, wenn das jemand ist, an den du nicht rankommst? Also, sagen wir es mal so, ich habe dir meine Hilfe nicht umsonst angeboten, auch bei der ganzen Sache. Aber auf eine Selbstmordmission werde ich dich auch nicht mitnehmen. Okay. Wie gesagt, du kannst mich bei allem fragen, ob ich mitkomme. Und das Schlimmste, was ich sagen werde, ist nein. Das ist kein Problem. Aber ansonsten frag mich. Ich bin dir genug schuldig, als dass ich das, ne? Passt schon. Ich weiß, wann ich dich nicht mehr fragen brauche. Sicher? Ich denke. Und zur Not wirst du maximal Nein sagen. Ist alles gut. Okay. Er klopft dir auf die Schulter. Ja. Das kriegen wir schon alles geregelt. Bis dahin ist hier noch Zeit. Ja, ich wollte nur, dass du dir vielleicht, dass du drüber nachdenkst, was passiert, wenn der Fall eintritt, dass du einfach an den Typen nicht rankommst. Es gibt immer Mittel und Wege, wie man an jemanden rankommt. Hm. Oder an seine Familie. Das passt schon. Irgendwie finde ich einen Weg. Alles easy. Genau, erstmal muss ich ihn finden, dann mache ich mir Gedanken, was ich mit ihm mache. Oder wie ich mit ihm mache. Step by step. Gut. So. Dann müssen wir jetzt erstmal gucken, wie sein toller Trigger ist, damit wir das wissen. Und vielleicht bringt er uns dann ja irgendwann weiter. Ja, werden wir dann sehen. Genau, ansonsten müssen wir noch weiter den Dr. Phil suchen. Leute, es gibt keinen Trigger, ne? Das ist egal. Das ist ja der Witz. Ja. Also es gibt einen Trigger, um ihn das vergessen zu lassen, aber theoretisch, wenn er nie weiß, dass er Kurier ist, müsste man ihm jedes Mal davon überzeugen, etwas Illegales quasi, also ich meine, das ist ja eine kleine Sache, aber ne, neben seinem Beruf irgendwo hinzuschaffen. Ich sag das nur, es gibt keinen Trigger, der ihn dann erinnern lässt, ach ja, ich bin ein Kurier. Nö, das wissen wir ja, aber wenn er uns seine Sinneseindrücke liefert, dann wissen wir, wie der Typ aussieht und wie seine Stimme ist. Ja, okay, das ist okay, gut. Darum geht's. Und wo man ihn vielleicht findet, weil er sich möglicherweise verrät oder sowas in der Art. Gut. Darum geht's doch nur. Nee, ich wollte nur meinen Penis auf den Tisch legen. Ist okay. So ein kleiner Penis, der macht keine Arbeit. Hey, Clown ist sowas von uncool. Mach einen kleinen Strich dran, ne? Von wegen, wo du halt kommst und in 2 Jahren kannst du nochmal dran legen, vielleicht ist er ja gewachsen.
Also mein Tisch ist ja voller Striche, sie befinden sich nur alle auf derselben Höhe. Es ist quasi jetzt ein Rand um diesen Tisch. Manche Leute denken, das wäre ein Dekorationsding. Das ist schön. Ne? Ich bin begeistert. Das dachte ich mir. Und wenn ich dich jemals besuchen komme und dieser Tisch hat keine Striche drauf. So, links, rechts, einer an der Schelle. Das halte ich für eine sehr vernünftige Maßnahme. Gut. Man erinnere mich bitte dran. Ja. Danke. Werde ich tun. Okay. Na, ich denke, bis abends haben wir jetzt erstmal Freizeit quasi. Genau. Dann treffen wir uns am besten abends und dann fahre ich jetzt erstmal nochmal zurück. Mach das. Ach ja, ich soll übrigens von meinem Bruder ausrichten, du sollst dir die Borsten kämmen. Die Borsten kämmen? Ja. Ich habe keine Ahnung, was er damit meint. Was will der? Naja, egal. Naja, keine Ahnung. Er sagte nur, ich soll dir sagen, du sollst dir die Borsten kämmen, ansonsten gibt's eine feine Rasur. Mhm. Spielleiter, sag mir Borsten kämmen irgendwas. Ja. Verschiedene Tiere, zum Beispiel Wildschweine, bei denen nennt man das Fell ja auch Borsten, ja? Aus denen werden ja verschiedene Pinsel zum Beispiel wurden dafür gemacht und sowas. Und die kann man ja theoretisch striegeln oder auch kämmen. Das sagt dir das. Da ich keine Haare auf dem Kopf habe, kann ich die nicht kämmen. Nein, du hast kein Haupthaar. Hm. Jojo fährt zurück zur Gang. Ja. Gut. Ich fahre... woanders hin. Ich fahre mir einen Kaffee trinken. Oh. Und dann fahre ich nach Hause. Oh. Und bringe meiner lieben Frau, Freundin... Ist die denn bei dir zu Hause? Nein, ich fahre zu ihr nach Hause. Ich habe das die ganze Zeit gesagt. Hat sie gesagt. Ich habe es auch gehört. Gut. Ich fahre zu ihr nach Hause und bringe ihr Blumen mit. Was? Einfach so, aus ohne Grund. Was denn für Blumen? Hübsche. Sind es gar wunderschöne Zypressen? Der kam so erwartet eigentlich. Ich weiß auch nicht, warum mir gelacht wird. Das war so, ich bringe Blumen mit, Zypressen. Mhm. Aber es war eigentlich trotzdem witzig. Nein, ich bringe ihr... wir haben jetzt Frühling, ne? Wir haben Sommer, wir haben Juli. Ich ja. Bringe ihr Sommerblumen mit. Was sind denn Sommerblumen, Junge? Vergiss mein nicht. Oh Gott. Jutti, sie freut sich gar sehr, stellt sie fröhlich in eine Vase, springt in die Küche, bereitet euch beide den Rest des Essens, natürlich mit deiner Hilfe, denn du kochst einfach besser als sie. Mhm. Und dann verbringt ihr einen schönen Abend. Läuft. Sie. Warte mal, hast du Agamonen sind Blut zum Beispiel so ein... Nee. Hallo. Ja, du konntest natürlich nach Hause, das ist ja alles okay. Ich habe überlegt, ob es irgendwelche Spuren gibt deiner Gräueltaten. Aber Agamonen sind zum Beispiel Sommerblumen. Jetzt google ich das deinetwegen, oder wie? Also mache ich halt gerade. Du kannst auch Stachelmohn dazu sagen. Das hilft mir nicht. Schlafmohn ist viel effektiver. Ja, aber der wächst in Russland echt eher selten. Also ich meine, da wächst allgemein wenig, aber ist egal. Das ist Russland. Na, allgemein wächst 2080 nicht mehr so. Gewächshäuser! Ja, aber das ist halt alles ziemlich teuer. Stachelmohn! Ach du Scheiße. Die Blüte ist hübsch. Ach so. Ja. Das kommt ja auch quasi nur die Blüte, also, ne? Also im Gesteck und so. Ja, das ergibt Sinn. Ja, das ist. Dazu noch ein bisschen hier quasi drei farbige Winde und all den anderen Scheiß. Ja, da hast du einen ganz schönen Schlüpferstürmer in die Vase erstellt, das stimmt ja, schon. Tja. Ja, sicher das. Mein Mädchenauge ist auch dabei. Allerdings du die Blume, nicht die, ne? Ich werde den Rest der Pflanzen nicht mehr googeln. Ich habe gesagt, der Schlüpferstürmer, Ende. Lohol. Reicht. Wie erklärst du denn, dass du nochmal gegen 23.20 Uhr aufbrechen musst? Der florale Schlüpferstürmer. Das ist ein guter Plan, wie erkläre ich dir das? Ich muss früh raus. Ich wollte sie einfach nur eine Freude machen und dann muss ich halt früh raus. Ja, aber du kannst doch gern bei ihr schlafen, das ist ja in Juschneue. Da bist du ja sowieso näher zur nördlichen Waldgrenze oder nördlichen Grenze allgemein. Die wohnt in Juschneue? Ja. Ja, aber ich muss in die andere Richtung dieses Mal. Und ich will sie ja nicht so früh wecken. Oder war das so Koll? Ich glaube so Koll. Ich glaube es auch war so Koll. Nicht so früh wecken, das macht ja wirklich überhaupt nichts aus.
Ich gebe ihr quasi einen Schmatzer und fahr dann halt. Das ist halt. Mach doch mal Menschenkenntnis. Deswegen habe ich ihr ja quasi Blumen mitgebracht, damit sie 10er Folge, sie ist natürlich alles andere als begeistert. Misstrauen, ein ganz leichter, minimaler, ganz kleiner Anflug. Gut, dass ich keine 10 Würfel habe, dann kann ich das auch nicht wissen. Das ist gut, da fahre ich ohne schlechtes Gewissen. Nee, ich habe ihr gesagt. Das bemerkst du. Das Ding ist doch folgendes. Ein Mann, der sagt, ich muss ja morgen noch früh raus zum Arbeiten, Schatz. Heute ganz viele Überstunden. Die Sitzung hat sich, das hat sich gezogen. Das ist kein Lippenstift hier, das ist Kirschsoße, die hab ich mir da drüber geschmiert. Soll ich dich abholen? Lippen. Alter. Nein. So ein Scherz. Ach, schön. Das wäre auch überhaupt kein Umweg für dich. Easy. Wenn sie in ihr Schneue wohnt, wäre es kein Umweg. Nee, in Sokol, das wäre auch nicht so der große Umweg, aber ja. Ich vergesse immer, dass du nicht mehr in Nonskoll wohnst. Easy. Easy. Ja, ich werde ihr quasi lieb und nett das sagen halt, dass sie halt, ne, und so weiter und so fort, dass ich halt zu früh raus muss und dann, ne, das ist halt. Ja, sie ist jetzt auch nicht die asozialste, unvernünftigste, bösartigste Bitch der Welt. Also, ne, gut. Ich sage dir, sie ist eine Frau, ist begeistert und du hast einen kurzen Anflug von Misstrauen natürlich kurz in ihrem Gesicht erspäht, aber, ne. Ganz davon abgesehen, dass du ihr bestimmt auch mal sagen kannst, dass du dich mit Geschäftskunden triffst. Also, dass da nicht immer alles Kunden so... Kunden als Jäger. Na, dass da nicht alles so hundertprozentig legal abläuft, ist ihr doch bestimmt genauso klar. Nur es kommt auf den Grad der Illegalität an, mit dem man sich da beschäftigt. Dafür kenne ich sie noch nicht so gut genug. Ja, ich sag ja nur. Also ich sag mal, die ist halt eine Lohnsklavin. Das heißt, ihr wurde früh eingetrichtert, dass alles dem Konzern zuliebe perfekt und regelgerecht abzulaufen hat und die kennt viel mehr Regeln und Gesetze, die sie einzuhalten hat, als ihr, weil es für sie viel mehr zutreffen. Das heißt, die findet es eher immer nicht so cool, wenn da was nebenbei läuft und die hat auch schon durchaus, so wie sie erzogen wurde, Leute denunziert, die da irgendeinen Scheiß gemacht haben bei sich. Und da ist sie auch vollkommen von überzeugt. Und ich auch. Ah. Bei Hitler hat's auch funktioniert, ja? Hitler war auch ein sympathischer Mensch. Gut, das schneiden wir jetzt raus. Hat er nicht gesagt. Das schneide ich auf jeden Fall nicht raus. Es wird ja wohl eindeutig klar sein, dass du das vollkommen ernst meintest, also werde ich das nicht rausschneiden. Achso, Entschuldigung. Es tut mir leid. Ich verzeih dir das nicht. Easy, also ihr fahrt dahin, oder was? Ja. Na, Sishi. Juri. Ja, der chillt da halt in seinem Büro und macht sich gerade einen leckeren Eiweißshake. Jojo hat übrigens, fällt mir gerade ein, trägt immer noch langärmelige T-Shirts. Okay. Auch im Sommer. Jetzt. Auch wenn es warm ist. Naja, noch ist, ich glaube, na doch, Juli schon. Es ist Juli. Ja, alles safe. Es ist Russland, es wird niemals warm. Doch, es wird ziemlich warm in Moskau. Das ist egal. Vor allem mit der Smogglocke wird es nochmal ein bisschen wärmer, aber das ist ja egal. Und kontinentales Wetter ist sowieso extrem. Ja. Wollt ihr auch so einen Shake? Nee. Nee, danke. Es sind auch nur 50% Steroide drin. Kleiner Scherz am Rande. Ja, kein Ding. Gut, Wasser, Tee, Kaffee, Limo. Ich nehme Wasser, danke. Hm. Jo, kriegt Wasser und so. Also, ich wollte nur mal kurz fragen, wie das so aussieht. Frau Marshmallow hatte mir schon gesagt, ihr seid beide noch im Geschäft, ne? Jo. Aktiv und auch verfügbar, so prinzipiell. Jo. Ich habe da so ein paar Sachen gehört. Das ist ja... Also der letzte Job, den ihr indirekt von mir bekommen habt. Ich muss nämlich ein bisschen dran erinnern, ist ja auch schon eine ganze Weile her. Da... Habt ihr ein paar Probleme gehabt mit einer Hackerin? Würde euch sicherlich freuen zu hören, dass die Leute sagen, sie sei ziemlich krass hingeschlachtet worden. Oh, das ist natürlich schade für sie. Ja. Also wir lassen jetzt den Quatsch. Alles, was ich wissen will, ist, ich habe ja damals gefragt, was ihr macht und was ihr nicht macht. Und da habt ihr auch so prinzipiell gesagt, okay, Wettwerk
Ach du, weißt du, Mama nicht. Ist das immer noch so? Ich guck Jojo an. Kommt drauf an, wen und für wen. Aha. Ja, das klingt ja schon mal vernünftiger. Also, was heißt vernünftiger? Also, das klingt natürlich angenehmer für mich. Das wollte ich eigentlich nur wissen. Das war mir irgendwie so für die Planung. Nach dem, was ich so gehört habe. Ansonsten noch irgendwas, was sich bei euch verändert hat? Was ihr denkt, was vielleicht wichtig für mich wäre? Wir sind zu zweit. Das weiß ich ja. Gut. OT, hat sich irgendwas verändert? Nee, Jo ist ein bisschen besser, was ihre Magic angeht, Ich wobei meine, im du bist Augenblick ja auch deutlich nicht. besser, aber im Augenblick natürlich nicht. Naja, im Aber Augenblick du halt bist zu nicht. dem damals hingestiefelt mit Magie 1 und ich glaube irgendwie einem Punkt in der Fertigkeit oder 2. Ja. Na, sagen wir mal, das ganze Spektrum, was die Magie angeht, hat sich etwas erweitert. Ja, schön zu hören, das erste Mal warst du ja noch nicht so überzeugt davon, ne? Okay. Gut. Alles klar. Ich wollte eigentlich nur das wissen. Kann sein, dass irgendwann jetzt mal was kommt. Aber ja, Gut. das lässt sich dann immer noch klären. Ich wollte das nur absprechen. An dem für Sehr gut. oder wegen, gegen wen ich nicht arbeiten will, hat sich nichts geändert. Nicht gegen die Vori, nicht für einen speziellen Großkonzern. Ja. Und Gut. Gang lasse ich vollkommen raus. Wäre mir viel zu kompliziert. Ja, da bitte ich drum. Ja, das kann man einfach nie sicher sein. Das machen wir nicht. Das ist sowieso nicht mein Ding. Gut. Schön. Und mehr wollten Sie nicht wissen. Na gut, dann. Mehr würde ich tatsächlich nicht. Alles klar. Dann wünschen wir noch Ihnen einen schönen Abend. Ebenfalls, ebenfalls. Jo, steht auf, nickt Und ihm geht. zu und geht raus. Ja. Ach, Kaman, Jojo hat übrigens quasi ein neues Tattoo. Wo und was? Na, das ist eher das Gang-Tattoo, das sich quasi jetzt erweitert hat. Das geht ihr jetzt quasi auch ins Dekolleté rein. Also von der Schulter ausgehend. Okay. Ich sag's nur, weil es wahrscheinlich auffällt. Ja, richtig. Das hat er natürlich dann dezent nicht angesprochen, wenn es Nö, ums Dekolleté geht. muss auch nicht, aber es Ey, ist. deine Titten sind blau. blaue Titten. Geil. Titten gesagt, Ey, guck hihi. mal, Freya, ey, geil. Oh, Scheiße. Du wie die. Es gibt Dinge, die sollte man nicht ansprechen. Ja. Vielleicht, dass du heute wieder fast jemand gekillt hättest und gestern das getan hast, aber natürlich auch das Tattoo nicht. Das Tattoo ist halt das Wichtige daran, dass man das nicht anspricht. Im Gegensatz zu seiner Frau, also im Gegenwart seiner Frau, Freundin. Man will ja schließlich noch zum, ne? Was will man noch? Man will ja noch irgendwann quasi mit ihr sprechen. Ach so, ja. Frauen sind ja die furchtbarste Gattung auf diesem Planeten, alle. Das heißt, das geht auch einfach nicht. Da guckst du nur mal einer Frau ins Gesicht, also das obere Gesicht, eine Trennungsgrund. halbe Sekunde. Bam! Trennungsgrund. Trennungsgrund. Das ist so, andere Frauen existieren nicht. Aber du darfst sie auch nicht umrempeln, weil du sie nicht gesehen hast. Ja. Das ist halt das Problem. Ja, Frauen sind einfach Du alle darfst sie gleich nicht und alle sehen, scheiße, aber ja. du Ja, darfst denen ja. aber auch nicht aufweichen. Wenn du zufällig dann in die reinlaufen würdest. Nackt. Ja, das ist halt das nächste Problem, weißt Die können sich halt nicht entscheiden. Gut, Karman fährt nach Hause und geht ins Bett. Idiotie. Ich habe schließlich morgen früh wirklich, ne? Arbeit. Ich fahre dann über die Grenze in den Wald. Ja, du schlachtest und wilderst und tötest und meuchelst und ziehst Haut ab und Felle und dergleichen mehr. Oder laberst, Sehr läufst gut. einfach die ganze Zeit durch den Wald, weil du kein Wild findest.
Oder das. Aber wenn ich eine zufälligerweise eine Söldnertruppe finde, würde ich die natürlich auch abmetzeln und in Häuser Alles ziehen. klar. Du findest eine Söldnertruppe, die großflächig am Körper das Zeichen Aztecs trägt, Die lasse voll ich in Ruhe. ausgerüstet, also mit Sturmgewehren und Panzerfäusten und Magiern und Geistern und Penissen. Alles easy, alles Freunde. Alles, Freunde, dann ist ja gut. Du findest auch keine. Freunde? Nee, Freunde findest du im Wald tatsächlich auch nicht. Aber auch keine Söldnergruppe. Das ein oder andere Wildtier, ja. Ja, das wird dann geschlachtet, weil ich habe nämlich schlechte Laune. Judy, komm her, Eichhörnchen. Ja, ich brauche unbedingt eine Schrotflinte, um Eichhörnchen zu jagen. Ist dein Gewehr nicht schrotfähig, dein Jagdgewehr? Nee, ich weiß es nicht. Hast du eine Remington? Ich glaube. Ich glaube nicht. Kann nachgucken. Ich Ja, habe musst alle du halt deine besser Waffen gucken. mittlerweile Ich drin. hab halt eine Winchester. Die ist nicht schrotfähig? Die ist ja auf jeden Fall nicht mit Schrot betüdelt. Ich weiß nicht, ob die schrotfähig ist. Na, wenn da nicht steht in Klammern F, dann ist sie das nicht so, ne? Offenbar. Tja, da musst du wohl einfach besser zielen auf die Eichhörnchen. Oder dein Netz auswerfen und ihnen dann eigenhändig das Genick brechen. Nicht bevor ich nicht die Leber die Milz ausgeprügelt habe. Mit deinem Zeigefinger. Vielleicht leiht ihr Jojo ihre Remington. Ich würde ja, glaube ich, lieber die automatische nehmen. Brotpistole, geht doch. Jojo verleiht Waffen. So weit ist es gekommen. Na, wenn er so schlechte Laune hat. Der arme Junge. Man hat ja doch mittlerweile einiges zusammen erlebt. Jojo würde ihm vielleicht ihre Waffen auch mal in die Hand geben. Das ist nämlich eine, die keinen angepassten Griff hat. Ich würde quasi auf jeden Fall mordend und metzelnd durch den Wald ziehen. Das ist schön. Die armen Bäume. Er ist kein Elf. Richtig, die werden nicht gekuschelt. Nein, du mordest auch Zur keine Tode Bäume, weil du gekuschelt! das nicht als Brudermord ansiehst. Jutti, machst du, kein Ding. Gut. Natürlich wird, wenn du nach Hause kommst, Freya schon auf dich warten. Einfach, weil sie natürlich dich überraschen möchte und dir eine Freude machen möchte und so einen Ja, Scheiß. sehr gut. Ich komme dann also quasi hoch mit einem halben Moment, hat die Reh. schon Schlüssel? Die hat einen Zugangscode, Cool. Ach stimmt, du hast ja jetzt alles ausgelagert, das ist safe. ja. Richtig. Ja, ich erinnere mich. Also ich komme dann quasi die Treppe. Also sie wird wahrscheinlich von oben sehen, dass das Auto hält. Dann wird sie wahrscheinlich runterlaufen und ich werde mit ihr mit einem blutigen Reh entgegenkommen. Ja, das möchte, dass die nimmt dann so die Hand vor den Mund und geht so ein paar Schritte weg. Weil das ist nichts für so zarte Weibchen. Hi. Was machst du denn hier? Hi. Wollte dich überraschen, hast mich auch überrascht. Ja, doofe Situation. Ja, bring das doch einfach mal weg. Genau, ich bring das eben kurz einmal in die Kühlung. Ich müsste da einmal dran vorbei. Ja, die geht auch weg. Ja, ich bring das Ding in die Kühlung, leg das, häng das auf, wasch mir die Hände und begrüße sie. Hi. Hi. War es erfolgreich? Ja, doch durchaus. War ganz gut, würde ich sagen. Ich Gibt's muss. eigentlich noch irgendwelche Auflagen, wie viel man jagen darf und so, oder ist das eigentlich Wurst? Gibt es? Man muss halt quasi den Bestand ja auf einem bestimmten Level halten. Weil Ja. da wir ja die Fressfeinde jagen von den Rehen, Rehkindtieren, da haben die natürlich keine Fressfeinde mehr und dann vermehren die sich und dann schädigen die den Wald. Tja, das ergibt Sinn. Genau. Und deswegen haben wir eine bestimmte Fangquote, je nachdem, wie gut populationsmäßig das letzte Jahr war. Musst du da auch irgendwelche Aufzeichnungen machen, also beobachten, wie die Population so ist oder wie wird das gemacht? Ja, klar, natürlich. Also wir haben auch halt Köderstellen, die dann halt, wo dann halt gezählt wird, wie viel das sind. Und ja, dann sieht man halt, wie viele Jungtiere die mitbringen. Ne? Und man muss halt darauf achten, dass man keine Elterntiere tötet. Okay. Ja, muss ja alles in der. Wenn das Problem ist halt, wenn wir halt so ein Elterntier töten, dann töten wir gleich die
zwei Kitze oder sowas mit und dann ist das halt nicht so gut. Nee, das, ich verstehe das schon. Außerdem verhungern die dann und das ist echt schon Tierquälerei. Ne? Nee, ich verstehe das. Was machst du eigentlich mit dem ganzen Reh? Ich nehme das jetzt auseinander und dann kriegen halt die Leute das Fleisch, das sie brauchen. Okay, ich räume mal ein bisschen bei dir auf. Ja, ich muss das jetzt nicht sofort direkt auseinandernehmen. Ach Das so, ist okay, jetzt in der gut. Kühlung, das passt dann, das hält sich. Das So. muss, das ist okay. Oh mein Gott, ist das die Kühlung, wo ich vorhin irgendwas reingetan habe? Ja, wahrscheinlich. Deswegen habe ich diesen großen Kühlraum. Ach nee, das ist ein Kühlraum. Nee, dann ist ja alles safe. Gut, du hast ja noch einen Kühlschrank, ne? Ja. Ja, dann ist alles safe. Dann Reh hast du es nicht passt. gesagt. Reh passt doch nicht in den Kühlschrank. Nein, ich dachte, du hast einen riesen Kühltruhe oder sowas in der Richtung, die wirklich, wirklich groß ist und nicht im direkten Raum. Das hatte ich vergessen. Darin werden Arme gelagert. Keine Rehe. Hey, 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 wir sind hier bei anständigen Leuten. Gut, ja. Blub. Es klingelt bei dir. Die Tür geht auf. Ja, weil ich natürlich in der AR dir den das aufgemacht habe. Ja, Was? klar. Jojo hat einen Code. Ich weiß. Ach ja, stimmt. Das hat sie vergessen. Sie kann ja nicht wissen, dass die Schnalle da ist. Hey. Ja, Jojo und also Jojo sieht, wie die beiden auf dem Sofa sitzen, also sie auf ihm. Ganz normal, kuscheln halt auf dem Sofa. Hi. Oh, sorry. Sie wird absteigen, wie es sich ziemt. Wollt nicht stören, habt ihr was mitgebracht? Ah. Was gibt's denn Feines? Sie hat da was Eingeschlagenes quasi. Es könnte von der Größe her, also du hattest ihr da so eine Knarre gegeben. Hatte ich? Ja, die von Gunfist. Ach, richtig, die. Die Rouger. Das ist so Slapstick. Das gefällt mir Ah. richtig gut. Meine Fangschussruhe. Ja. Gib mal her, bitte. Bitteschön. Bist du auch Jägerin, oder? Ja. Ach so. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, er nimmt die Waffe professionell auseinander und inspiziert sie fix. Also vielleicht kann kann er er, den musst du da nicht. du kannst davon ausgehen, dass Jojo sich einigermaßen angestrengt hat. Ja, das war mir schon klar, aber ne, das ist halt so, man kriegt eine Waffe von der Ja, ist Inspektion ja wieder, man guckt richtig. sich die eben kurz einmal an. Ist ja richtig. Sie Ah. glänzt wieder. Sau cool, danke. Bitte. Ja, das ging echt gar nicht, dass sie immer so gehakt hat. Ja, ich, also, wollte euch auch nicht weiter stören. Entschuldigung. Macht nichts. Ja, kein Problem. Kann sich auch nicht in den Briefkasten legen. Nee, wollte ich auch nicht. Eben. Müssen Waffen nicht eigentlich irgendwie mit so einer speziellen Tasche transportiert werden oder so? Oder Die irgendwie so? hat sie Ich doch im weiß es Auto. nicht. Ach Die so, ja. ganzen Geraffel immer nach oben schleppen, wieder runterschleppen. Ja, muss Ja, man stimmt, die sind ja tun. relativ groß, die Taschen im Auto. Ergibt das Sinn, ja? Ja, also, ja, man muss es tun, aber man ist ja unter Freunden und. Ja, wenn das im Auto ist, ist es ja auch okay für den kurzen Weg. Ich Eben. hatte das nur irgendwie im Kopf. Ja, alles cool, alles easy. Gut. Auf Ja, Wiedersehen. ich schließe die Waffe War das ein ordnungsgemäß. Rauschmiss? Was? Nein. Jojo lacht. Du hast dich schon so halb umgedreht. Ja, Ja, alles gut. ich verlasse den Raum und schließe die Waffe halt ordnungsgemäß in den Ja, Waffenspind. natürlich. Du bist der Beste. Hast du den eigentlich Ja. extra für sie angelegt? Ja. Das ist Dedication. Der Junge will drauf auf die. Und dann macht's mal gut. Die Tür fällt hinter Jojo ins Schloss. Sag mal, ist die schwanger? Hm? Keine Ahnung, ja, den kleinen Bauch und die, so die Milchtüten irgendwie. Pff, keine Ahnung, ich achte da nicht so wirklich drauf. Pff, könnte vielleicht der Nestbautrieb sein. Ihr Bruder hat gerade Kiddies gekriegt. Ich habe das gerade akustisch den ersten Teil nicht verstanden. Ist vielleicht der Nestbaut. Ich habe da nicht drauf geachtet, das ist vielleicht der Nestbautrieb. Da hat jemand von ihrer Familie Kiddies gekriegt. Ach so, ja, weil sah echt Ja, ganz schön schwanger aus. Ich will es ja nur wissen. kann wohl sein. Ich hatte auch die nicht. Ja, ich meine, die ist ja auch viel zu klein für dich. Eben. Okay.
Ja, ich schnapp mir die quasi wieder und kuschel mit ihr wieder. Ganz elegant. Elegant. Was, ist nicht das Gegenteil von elegant kuscheln? Also ich meine, ist elegant nicht, ist es völlig egal. Du machst es elegant wie ein Ork. Ich Komm mal schnapp. her, du. Genau so, ich schnapp sie mir und dann wird gekuschelt. Alles klar, geile Scheiße. Sehr gut. Gut. Passt. Noch irgendwas machen? So insgesamt überhaupt und mit Dings? Außer Ruf auf sie? Außerdem, ja. Ach so, nee, sonst. Eigentlich, jetzt gerade. Doch, ich möchte irgendwann quasi über einen Proxy auf unsere Daten von unserem Proxy mal zugreifen und gucken, was gekommen ist. Ach so, na, seine Schwester ins Krankenhaus. Das hauptsächlich. Seine Schwester ist übrigens die Frau, die du am Telefon hattest. Das ist ja klar, weil die denselben Nachnamen hatten. Die sich sorgte, selbstverständlich. Und da war sonst aber nichts, was irgendwie ins Auge fiel. War die Polizei da? Die Polizei war da, er hat seine Aussage gemacht. Hat er mich beschrieben? Ja, na klar. Da, so ein Ork. Und wie sah der aus? Na, der hatte ziemlich krasse Hauer. Aha. Und eine Glatze. Und der war ziemlich muskulös. Aha. Noch irgendwas Spezielles? Der war voll gewalttätig. Aha. Und bewaffnet. Juri, du warst da auch mal neben ihm, oder? Nö, nicht in seinem Sichtfeld. Muss doch den Zauber gemacht haben und so. Und das Ja, scannt aber das haben. kann sie auch von weitem weg machen. Da muss sie Aber nicht neben ihm stehen. scannen? Ja, da kann selbst da muss sie nicht neben ihm stehen. Außerdem war der bewusstlos, als sie ihn scannen wollte. Ah, Touché. Und manchmal wirkt es so, als hätte er mit jemandem geredet, zum Komplizen. Aha. Gut, wir werden uns auf jeden Fall daran machen, diese Übeltat aufzuklären. Wir verhandeln nach einem geheilköpfigen, muskulösen Ork. Ich kann Ihnen schon mal sagen, dass eure Erfolgsquote eher nicht so groß ist. Ende. Ausgezeichnet. Naja, ich meine, du bist halt wirklich nicht so krass hervorstechend. Ja, Du das ist bist so auch ein gut so. alter Welstyp. Dann ist auch wichtig, dass ich das nicht bin, weil wegen. Das wäre schon ziemlich scheiße jetzt. Ich habe vor allen Dingen gerade verstanden, du bist so ein alter Welstyp. Ich Das war auch. schon gut. Ich habe das genauso verstanden. Das Er hat schneiden wir auch schon gesagt. raus. Ich glaube, ich habe auch sowas gesagt. Judy. Gut. Jojo, du Ja. bekommst eine Nachricht von einer dir unbekannten Nummer. Und da drin steht, also am nächsten Tag dann irgendwann, Huhu, ich bin's, übrigens auf deinen Pan, ne? Also auf das, was öffentlich einsehbar ist. Hier, ich bin's, Freya. Ich wollte nur fragen, wann's denn soweit ist. Hä? Wieso? Die ist voll nett und freut sich halt wie du über Nachwuchs. Hä? Das war ein, wovon sprichst du? Ach, bist du nicht schwanger? Sehr schön. Ja. Oh, das hat mein Cousin mal gemacht, das war unfair. Warte, warte, warte. Na, du Ab. strahltest gestern so. Ah, oh, die besten Sätze. Dann komm von Jo zurück. Ach, das meinst du? Ich hätte nicht gedacht, dass man das schon sieht. doch an deiner Ausstrahlung, dein Freund wird sich sicher sehr freuen. Welcher Freund? Oha! Das schreibt sie nicht. Ach so, das tut mir leid. Ich hoffe, du hast Leute, die dir dann helfen. Ansonsten werde ich natürlich den Freunden von Kaban auch gerne mal unter die Arme greifen, weil ich weiß, dass das nicht leicht ist. Meine Mutter war da ja in einer ähnlichen Situation. Vor allen Dingen, du weißt ja, Kaban, Jojo ist hier die Bitch. Tut immer Ich so merke das. unweiblich. Von ihr kommt dann, nein, keine Sorge, mein Mann und ich handeln das schon.
Ha. Darüber freut sie sich natürlich gern und was wünscht man so einer Schwangeren? Gut Pressnähne. Gut Press. Ich wünsche dir gute Presswehen. Super. Nee, sie wünscht dir alles gut. Das wünscht man. Alles Gute. Mann, ich bin schlecht. Schön, dass du es selber weißt. Hey, ich bin halt meistens nicht nett zu Menschen. Ist okay. Gut Presswehen. Was denn auf so eine Aussage? Da kann man noch mal. Du, du Nee, sie freust ist dich ein schon, bisschen. alles klar. Sie ist doch schon ein bisschen erleichtert quasi, dass die vergeben ist. Was? Nein? Das ist. Guck mal, sie bemüht sich nett zu deinen Freundinnen und Freunden zu sein. Sie kennt halt bisher nur Jojo. Und ihr ist was aufgefallen, sie hat danach gefragt und bemüht sich jetzt halt irgendwie freundlich da zu sein. Und irgendwie, weil es ist ja auch nicht immer leicht für eine Frau. Die ist einfach im Beruf als Jägerin und dann wird sie schwanger, da steigt die auch erstmal aus dem Beruf aus. Die kann dann nichts mehr machen und so, ab einem gewissen Punkt. Und gerade mit gefährlichen Tieren, das hat sie ja von dir gehört, wie brutal da die Schlachtenteils sind, ist das dann mit dem Beschützerinstinkt und so, das geht ja alles, das eskaliert ja ziemlich krass. Da muss sie doch als gute Freundin sicher gehen, dass sie es auch nicht so schwer hat. Gerade wo Frauen doch mit der Schwangerschaft und Beruf einfach immer noch 2080 teils so zu leiden haben. Gerade wenn sie nicht in einer gepflegten Konzernumgebung sind, wo der Konzern sich dann irgendwie auch um die Kinder kümmern kann und um die Außerdem Schwangerschaft. wird sie da mit Kavan sicherlich noch mal ausgedehnt darüber sprechen. Und alleine wegen dieser Geschichte hat Jojo das gesagt. Im Moment, das wissen wir noch nicht, ob sie das macht. Naja, komm schon. Vielleicht ist sie ja etwas zu. Sie ist dann vielleicht einfach andere Familienverhältnisse gewohnt als die Swinger-Mutti mit einem Ehemann. So Swinger-Mutti. Na, welcher Vater? Das war ein Scherz. Das Das hat ist sie nicht aber wieder voll. nicht so ver. Also, ich habe das so verstanden, weil du hast ja auch nun mal per Text keine Emotionen, dass da Verzeihung, einfach Jojo andere hat Männer einen waren. Zwinker-Smiley dahinter Das gemacht. ändert doch natürlich alles. Na dann, die ist ja so witzig, Kaban. Nein, so scheiße ist sie tatsächlich nicht. Es ist nur witzig, die Klischees zu erfüllen. Und nein, sie wird nicht mit dir so krass drüber sprechen. Das war ja auch eher so ein Frau-zu-Frau-Ding. Weißt du, du bist ja nicht schwanger, Kaban. Du kannst es gar nicht Genau. nachvollziehen als starker Mann. Ja, also. Ärgerlich. Nee, das ist, wir können dieses Glück halt niemals nachempfinden, das ist halt so. Ich glaube, dafür ist es noch zu früh. Das würde das, verdammt, das hätte man mit einbeziehen müssen. Ja. Gott, jetzt will ich hier auch noch. Das ist das Problem. Wenn eine Frau irgendwo in der Umgebung schwanger wird, werden alle Frauen Ja, der schwanger. Brutkasteneffekt ist einfach massiv. Es ist halt dieser Nestbautrieb, das ist Wahnsinn. Und ich meine, bei Jojo tickt ja auch schon einiges. Ja, die müssen dann sofort sich hinlegen. Oh, Beine breit machen, perfekt. Alles gut. Jojo werde schwanger. Passt. Und nein, wir sind hier keine Chauvinisten, die irgendwie was gegen Frauen haben. Ja, also mein größter Lehrmeister ist ja auch kein Chauvinist, sondern Assi-Toni. Ich nehme das Geld an. Ah, sehr gut. Dann bist du halt auch nicht so dumm wie die anderen. Ja, wie geht's denn jetzt weiter eigentlich? Ist eine gute Frage. So, wir müssen warten, ne? Ja. Eure Aussichten auf Erfolg könnt ihr euch aber denken, oder? Naja, pff. Also bezüglich Kabans Problem. Ich meine, ihr habt die perfekte Abhördrohne, aber. Die Ja. perfekte. Ja, wir müssen uns noch ein bisschen umhören nach Phil. Phil. Naja, Jojo hat ihre Kontakte schon abgegrast. Also es waren so die einzigen, die der Spielleiter mir gesagt hat, die noch irgendwie was brächten. Ihr könnt doch mal beide eine Brechten. Erinnerungsprobe. Also Kavan, du kannst mal zwei Erinnerungsproben werfen. Das war das Willenskraft und Intelligenz. Intelligenz, Intuition meinst du, wenn Ja. überhaupt? Nee, warte Nee, es mal. ist irgendwie Logik Logik und und Willenskraft. ich denke auch. Gut, dann darfst du für mich 10 Würfel würfeln. Ist mit deinem bester Pool, oder? Außer Waffenbau. Na, Du das ist hast ein drei Vorteil Erfolge. halt. Das ist auch was, was du tatsächlich bisher immer gut gewürfelt hast.
Vor einer Woche hatte ich gesagt, dass der Dude hier, der Straßenkreuzer, das mit seiner Schwester macht, dass die das für ihn handelt, weil sie ja auch die Anrufe entgegennimmt. Das ist der eine Punkt. Und Sascha hatte ja vorhin gesagt, dass er ja eigentlich einen anderen Kurier hat und der ihm dann den Straßenkreuzer vermittelt hat. Stimmt. Das sind so die Sachen. Deswegen werdet ihr vermutlich auch, also wenn der Typ halt wirklich nichts weiß, werdet ihr von dem vielleicht auch nichts erfahren, weil jetzt ist er erstmal kaputt, der ist erstmal so Ja. ein paar Tage im Krankenhaus und so. Vielleicht reden wir am besten nochmal mit Sascha. Oder seiner Schwester. Oder beiden. Ja, wir können mit beiden reden. Aber ich Also bin. zu Sascha können wir auf jeden Fall zusammen nochmal fahren, wenn du willst. Gerne. Na? Na? Da, Sag da. mal, wie kommt deine Freundin darauf, dass ich schwanger bin? Du warst plötzlich da, sie wusste irgendwas an dich, an dir meckern. Ach so. Wieso? Hat's. Na, weil sie mich angeschrieben hat. Oh Gott. Und was hast du ihr gesagt? Sie zeigt ihr quasi die Nachrichten, die sie geschrieben hat. Okay, wie heißt dein Mann? Ach so, ist das wichtig? Sie wird mich wahrscheinlich irgendwann darauf ansprechen, dann sollte ich diesen Namen wissen. Ach so. Muss ich mir was ausdenken. Aha. Nenn ihn Juri. Juri, okay. Ich muss mir mal ein Bart abrasieren. Wie Juri muss ich aussehen? Ach, Esterglanz. So, und was macht dein Mann vom Beruf? Oh Gott. Das muss jetzt alles deep und dicht werden. Oh Gott, ich habe ihn auf der Arbeit kennengelernt. Das ist ein Kollege von dir. Was denkt ihr denn eigentlich, wie viel Jäger es geben Das soll? ist. Ich gucke es dir auch so an, so. Na, wir haben uns doch auch durch die Arbeit kennengelernt. Manchmal ist man da ja auch mit mehreren unterwegs, gerade wenn es um gefährliche Viecher geht. Ja, aber dann will die irgendwann eine Na, Jägerparty-Scheiße. ist nicht direkt Jäger, sondern irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich. Was gibt's denn da alles? In irgendeinem scheiß Naturschutzgebiet oder so ein Blödsinn. Gibt's sowas noch? Forstbeamte. Ja, von mir aus. Forstbeamter gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Ach, verdammt. Es gibt sehr wohl noch Forstwirtschaft, aber die kommt auch, ne, ohne Nicht Menschen aus, hierher. die sich dafür interessieren, wie die Umwelt ist. Ja, aber es gibt doch bestimmt noch Witzbolde, die irgendwie hervor, die da irgendwie noch, vielleicht ist auch Forscher oder sowas, irgendwas weiß ich, die müssen doch irgendwie Anthropologe. gucken, was da an Crittern rumrennt und was jetzt wie los ist und wo es da wie abgeht und das irgendwie im Blick behalten, damit nicht irgendwelche komischen Schädlinge sich da vermehren, wie die Saue die Stadt Ja, überrennen. dafür wird auf jeden Fall noch Geld da sein, dass sowas gemacht wird. Ja. Ja, was weiß ich denn? Vielleicht, keine Ahnung. Spätestens nach den ganzen Insektengeistern, ja. Vielleicht arbeitet er ja auch einfach als Staffer-Check-Dude. Oder als Taxifahrer. Oder all die anderen Berufe, die euch offen stehen. Ach so, stimmt, normale Berufe. Ja, es gibt Möglichkeiten. Eine Pfandleihe. Normale Berufe. Ich hintergehe die dahin. Es darf auf jeden Fall kein Beruf sein, wo man Er die ist Leute irgendwie erreichen Trinio-Star. kann. Er ist arbeitslos. Na, das wäre vielleicht ein bisschen viel des Guten. Wieso? Weil die Dann hat Dame er zu viel Zeit. rumheult. Hat er zu Wieso? viel Zeit. Ja, dann hat er zu viel Zeit und dann muss ich mich mit dem treffen. Er ist auf jeden Fall jemand, der viel unterwegs ist. Richtig. Fernfahrer. Staubsaugervertreter. Er ist Rigger in einem Fernfahrerzug, also in so einer riesen Fernfahrerkolonne. Dann ist er ja nicht unterwegs, weil er ein Rigger ist. Doch, die Dinger sind, die Leute sind ja in den Das Fahrzeugen drin. kannst, du kannst es aber auch über Wi-Fi ringen. Warum solltest du Leute mit verlassen? Irrelevant. Sicherheitsbeamter! Wegen schlechter Verbindung. Du meinst so ein richtig billiger Nachtwächter, ja? Entweder Nachtwächter oder der ist wirklich mit irgendwie in irgendeiner Firma unterwegs und die begleiten halt irgendwelche Leute oder sowas in Also der so ein richtig Art. schlechter Nachtwächter, ja? Ja, irgendwie Okay, so ein sowas, was richtig weiß schlechter ich. Nachtwächter. Und wo habt Sicherheits ihr, und wo haben die Dude. beiden sich kennengelernt? Auf einer Goa-Party. Siehst du, es ist gar nicht so schwer. Goa, 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 MBU, ja.
Joti, haben wir die Geschichte auch. Alter, ist das anstrengend. Ja, und ich muss ständig solche Sachen überlegen. Warum? Weil ist denn Du im sie Brüssel nett sind findest. ja auch das, aber sind denn die Russen schon wieder größer geworden? Was? Die sind größer als sonst. Konstant jetzt größer. Kann sein. Hast du doch was machen lassen, sagst du? Nee. Sondern? Ach, weiß ich, irgend so ein Hormonenscheiß, was weiß ich, irgendwas ist da ausgerastet. Keine Ahnung, ist genug passiert. Wenn ich das so genau wüsste. Okay. Wahrscheinlich ist sie deswegen darauf gekommen. Ah. Und du bist wirklich nicht schwanger? Also ich sag mal, deine letzte Blutung liegt eine ganze Weile zurück. Jahre. Wäre schon möglich, aber zumindest bisher nicht so, dass es mich nicht stört, dass es mich stören würde. Sie Okay. schmunzelt ein bisschen. Okay, ja, ich will's gar nicht wissen, glaube ich. Mann, ich bin nicht schwanger. Ich stell mir gerade vor, wie ihr in einen Raum reinrennt, Kaban bricht die Tür mit seiner Schulter auf, erschießt drei Leute, Jojo kommt hinterher gestafft mit einem richtig, richtig dicken, hochschwangeren Bauch, hebt irgendwie ziemlich lahm und angestrengt eine Waffe, die andere Hand irgendwie im Rücken, knallt da drei Leute ab und Ischias. setzt sich dann erstmal schön auf den Stuhl und sagt, oh, Scheiße, mit dir, dicke Bauer, Wasserfüße, Mann. Knallt dann noch Der einen ab, der noch nicht Ischias ganz tot drückt. ist. Ich weiß nicht, was du mal für Vorstellungen von Schwangeren hast. Der Es ist aber Ischias einfach viel zu drückt. witzig, die Vorstellung. Das ist richtig. Und Leute, die schwanger sind und Jojo Statur haben, meiner Erfahrung nach, die laufen schon so rum. Die sind das nicht gewöhnt, dass Und die das auf einmal Kind fünf wird halt Kilogramm nicht wärmen. kleiner, nur weil die Frau kleiner ist. Das ist nicht mehr so. Die werden einfach noch größer. Und Das nennt immer man größer. Elefantengröße. Mean Distance. Und der magische Dünger, das ist ja auch so eine Sache. Jupp. Das Das ist ist. richtig. Gut, wir laufen auf jeden Fall Richtung Hochbüro. Richtung was? Ins Büro von diesen Menschen, zu denen Ich wir dachte, ihr wolltet wollten. zu Sashi-Spatz. In sein Büro. Sashi-Spatz hat eine Bar, Junge. Sag ich ja. Achso, der. Na Wo gut, andere dann. Leute einen Schreibtisch haben, hat der einen Tresen. Ja, Ist welche voll das Uhrzeit wollt ihr Büro. denn eigentlich da sein? Ja, abends irgendwann, Jetzt. wenn er wach Das, ist. jetzt. Also, Ja, jetzt. sagen Also, wir, wenn die das ist Bar, schon. wenn die Bar gerade aufgemacht hat und noch wenig Leute da sind, aber er schon da ist. Ich sag mal so, er Vielleicht hat die Bar gesagt jetzt und zumacht? ich fand das eine ausgezeichnete Zeitangabe, die kann ich auch so akzeptieren. Hier schon wieder, Leute. Hi. Ihr macht mich Hi. fertig. Wieso? Wir Nee, haben wir haben noch dich gar nicht nicht angefangen zu geweckt. trinken. Das ist ja das Problem. Ihr macht mich jetzt schon fertig und ihr habt noch gar nicht angefangen zu trinken. Was soll es denn sein? Bier. Cola. Das klingt einfach. Cola. Sie ist schwanger. Oh. Moment, nein. Das habt ihr mir schon mal. Ihr dreckigen kleinen Bastarde. Schon mal habt ihr das gesagt. Hier ist eine scheiß Cola und hier ist ein dreckiges Bier. Echt? Habe ich das schon mal Danke. erzählt? Ja. War ich da vielleicht wirklich schwanger? Nee, da habe ich ja nämlich gesagt, oh, das ist ja doof für dich. Und du sagtest dann, wieso? Und ich meinte, also ich meine natürlich, yay. Und da habt ihr mich volle Bude verarscht. Ich hasse euch so sehr. Nein, hast uns gern. Nee. Komm ja bloß nicht mit der Scheiße hier. Gib dir ein bisschen Schnaps in deine Cola. Prost. Ja, jetzt bist du Prost. nicht mehr schwanger. Das ging schnell. Schnellste Abtreibung, die ich je hatte. Ja, Kannst du mal ansonsten sehen. schlag ich dir nochmal ein oder zwei Mal im Bauch, dann passt das auch. Oh. Und du schläfst nicht aus. Quasi. Alles easy. Gut, ihr habt was zu besprechen? Na, dann sag halt was. Hi. Ach Gott, ihr Er macht wollte mich jetzt so hart fertig, Alter. anfangen mit Hi, bist du auch hier oder bist du öfter hier? Ja, genau, zum Barkeeper, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe Migräne.
Nee, du, wir haben dich doch letztens mal nach jemandem gefragt. Ja, nach dem Straßenkreuzer. Sie. Du, der Typ, der wusste von nichts. Ja, da, keine Ahnung. Wer hat den Typen vermittelt? Wer hätte den Typen vermittelt, quasi? Ein anderer Kurier. Also Nein, der hat mir nicht ihn vermittelt, der hat gesagt, ruft da halt mal an und ich kläre das mit seiner Scissor. okay. Kannst du mir sagen, welcher Kurier das war? Nee, das kann ich nicht machen. Okay. Aber man muss das mit seiner Schwester erklären, das so. Ja. Der macht ja auch nur kleine Sachen. Keine Ahnung, warum man das da mit seiner Schwester klären muss, aber der Typ wirkt auch so ein bisschen aufgeregt und so, was weiß ich. Okay. Aber ich meine, ich wollte ja nichts Großes, von daher war das ja alles. Also ich meine, ihr fragt mich echt nach einem übelsten Lowbob. Das ist doch die Jo. Sache. Ja, ist auch ein ziemlich... Musstest du dem noch irgendwas sagen, oder? Nee, ich hab gar nichts. Okay. Hätte sein können, dass du noch irgendwie so ein... Du, es gesagt ging um zwei Kisten illegalen Schnaps. Pistolen. hättest. Und da haben Eieiei, wir jetzt jetzt nicht die zeige ich Sicht. dich an, du. Da haben wir nicht die Sicherheitsvorkehrungen. Weißt du, wir haben ja nicht Helms Klamm hier spielt, deswegen. Helms Klamm. Na, kennst du nicht Helms Klamm? Wenn Von. du. Ja, aber wenn die Sicherheitsvorkehrungen übelst groß sind und deine Barrikade aus fünf Sicherheitsbeamten, also Beamten, fünf Söldnern dasteht, damit du das Päckchen bekommst mit der teuersten Droge der Welt in 100 Nanogramm oder so, dann machst du doch Helms Klamm. Das haben wir hier nicht gemacht. Der kam an, hatte Scheiß ausgeladen, ich hab dem die Kohle in der Hand gedrückt und dann ist der gefahren. Schön, schön, Und ist rot schön. angelaufen dabei. Großer Typ. Komischer Bob. Ja. Juri, hast uns auf jeden Fall schon weitergeholfen. Genau. Und wie geht's dir sonst so? Ich habe Migräne. Hier, nimm eine Warum? Wir haben Spritztablette. noch kaum Nachdem ihr Familie. diesen Raum betreten Ich habt. stell da eine Packung mit mit Medikamenten hin. Cool, danke. Steckt's ein. Jo. Du reagierst in letzter Zeit ein bisschen allergisch. Was ist los? Naja, er hat mich einfach geweckt, da war ich kaum im Bett. Ja Sowas und? prägt sich ein, das war nicht schön. Naja, komm, du bist ja sonst nicht so Wenn nachtragend. und wenn du noch nicht so lange geschlafen hast, dann hast du halt auch noch nicht so lange geschlafen. Das ist ja noch nicht so schlimm. Ja, die einen sagen so und die anderen sagen nee. Ihr seid halt jetzt einfach mit einem ganz furchtbaren Ereignis verbunden in meinem Kopf. Das wird auch Ja, wieder weggehen, wenn die wenn ganzen die. schönen Ereignisse wieder kommen. Zum Beispiel, dass ihr mir schon wieder verarschen wollt, dass die Ali hier schwanger ist. Sie Oder ist doch ständig sowas. schwanger. Sieht man doch. Alter, Mann, Verhütung. Geh noch mal. Es gibt irgendeinen Volkshochschulkurs Verhütung. Ich meine, der wird zwar von Humanes gemacht und irgendwie sollen auch Metamenschen kommen, aber okay. Naja, weißt du, das ist also prinzipiell war ich da schon mal, also. Aber sie haben Aber. dich rausgeworfen, weil sie dich nicht für einen Zwerg gehalten haben. Richtig, ich hab's versucht. Sie ist halt nicht behaart genug. Ich hab meinen Bart angeklebt. Ich schaue mich mal um. Sind hier Zwergen anwesend? Darf man über sie lästern, ohne dass es Also ich sag auffällt? mal so, der Zwergenanteil in der Bevölkerung ist viel zu gering. Ich glaube nicht, dass jemand da ist. Sehr gut. Ja, der Bart. Aber du bist halt zu groß und hast zu kurze, zu lange Arme und Beine und. Sie ist halt ein gesearchter Zwerg. Ich bin ein Hobbit. Nee, Hobbitze. dafür hast du zu kleine Füße und die sind außerdem in Schuhen. Ich bin ein Riesenhobbit. Bist also einfach eine Hobbitze. Der war ja nicht so schlecht. Meine Migräne wird geringer. Sehr gut. Ja. Das ist Juti. doch schön. Dann würde ich sagen, schluckst du die Medikamente mit ein paar von den Schnäpschen hier runter? Nee, das mache ich auf keinen Fall. Naja, wäre ein günstiger Abend. Ja, aber dann kann ich nicht arbeiten, was zu einem teuren Abend macht und die Leute klauen mir meinen ganzen Schnaps, was noch teurer macht. Er hat unseren Plot durchschaut. Das war so ein Was? Masterplan. Warum hast du mir nichts von deinem Masterplan erzählt? Ja, zu viele Mitwisser. Ach so.
Und du verplapperst du dich doch immer. Was? Ich verplapper mich immer. Ständig. Willst du mich verarschen? Du erzählst auch jedem ständig, dass du schwanger wirst. So. Naja. Ich muss doch die freudige Nachricht in der Welt verkünden. Ja, und dann trinkst du Schnaps und du bringst das Kind um. Was? Welchen Schnaps? Ich sehe hier nirgendwo Jeden. Schnaps, den ich trinke. In deinem Glas. Ach so. Der Schnaps. Ja, okay. Mörderin. Ja. Ey, das ist nicht witzig. Doch. Oh Mann. Jo, Team. Ich glaube, wir kommen irgendwann an einem anderen Abend nochmal wieder oder ich komme nochmal an einem anderen Abend wieder. Jupp, hier ist ja noch nicht viel los. Und dann werde ich Buße Party tun. machen. Buße tun. Für die schlimmen Dinge, die wir da angetan haben. Also, eigentlich hat sie sie dir angetan. Ich bin ja immer nur unschuldig. Hey, Ich ich bin leide ja schwanger, ich vor. darf das. Hormone. Ich leide quasi mit ihm die ganze Zeit. Der, den keine Schuld trifft, den hau ich eine rein. Komm mal her. Junge, du hast nicht mehr mein geniales Wortspiel verstanden, sondern bist wieder nur aus Stress aus. Ich verstehe das nicht. Den, den Du keine Schuld bist trifft. so ein Klischee von einem Hast du Ork. dein, hast, ey, hast du deine, deine Fäuste nach Keine und Schuld benannt? Jo, meine Migräne steigt, mein Migränepegel. Oh Er Mann. wächst und wächst. Sag mal, Sashi, hast du eigentlich Guso irgendwann in letzter Zeit mal gesehen? Jo, der war gestern da. Echt? Ja. Der Okay. Verrückte. Der hat eine Tischrallye gemacht. Und welcher Tisch hat gewonnen? Nee, 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 du schiebst die Tische so zusammen, dass es ein Kreis wird und die einen ausreichenden Abstand haben von so 30, 40 Zentimetern und dann springst du von Tisch zu Tisch und machst da halt ein Wettrennen draus. Und dann habe ich noch rausgeschmissen. Daher die Und nu? Migräne, ich verstehe. Weißt du, wie viele Beine ich gegen den Kopf bekommen habe, weil die Leute natürlich gerne mitspielen wollten, zumindest ein paar. Das ist natürlich tragisch für dich. Haben sie denn jedenfalls vernünftig viel getrunken dabei? Weil wenn man sich viel bewegt, dann muss man auch viel trinken. Nee, die haben die Gäste vertrieben. Uncool. Sag ich ja. Du brauchst vielleicht mal einen Rausschmeißer. So für zwischendurch. Nee, das brauche ich nicht. Ich meine, er hat ja für den Abend, sag ich mal, gut bezahlt. Wo nimmt der Typ eigentlich immer das ganze Geld her? Ja, von dem Kretzig aus seiner Tasche. Ja, ich meine, aber der macht doch nichts den ganzen Tag. Siehst du den ganzen Tag? Nee, aber ständig, wenn man ihn sieht, macht er nur Blödsinn. Ja, aber wie oft siehst du ihn denn? Selten. Ha. Verstehst du das Problem, das deine Aussage birgt? Dass der selten sehr viel Scheiße baut. Es ist Guso. Ja. Was weißt du denn von dem? So viel wie alle anderen auch. Nischt. Verstehst du jetzt das Problem? Nee. Das ist schlecht. Soll ich dir erklären? Jopp, mach mal. So. Keiner weiß was von dem, außer dass er ab und zu mal irgendwo auftaucht und dann Dinge macht. Was er all die andere Zeit macht, was weiß keiner. Keiner weiß, wo der ab und zu mal im Jahr ein paar Monate hingeht und wann er wiederkommt und ob er wiederkommt und wie lange er weg ist. Das heißt, du weißt von seinem Tag und was er tut, nichts. Er ist wahrscheinlich COE bei irgendeiner Rosenfirma. Zum Beispiel. Ares. Zum Beispiel. Von denen weiß man auch nie, was sie den ganzen Tag tun. Merkst du das Beste? Merkst du, was hier einfach das Ding ist? Vielleicht hat er auch Sternter in Dunkelzahns Testament. Jetzt wird's aber langsam ein bisschen über. Nee, der CEO von Ares, das war noch realistisch, da hast du recht. Ja, den gibt es. Ja, aber der hat einen anderen Namen und ein anderes Gesicht und ist in Ja. Amerika und kann kein Russisch und ach, ich weiß auch nicht. Oh, ich glaube, dass er das, auch Russisch. Ich weiß nicht, ob der das nicht kann. Ist ja auch egal. Ich sage dir nur, wenn wir keine Ahnung haben, haben wir halt keine Ahnung und können auch keine Annahmen so treffen, weißt du? Jojo, du kennst sie doch länger.
Mach mal eine Annahme. Was? Ja, hau mal raus. Keine Ahnung, spielt auch keine Rolle. Seine Sache. Schon, aber. Ne? Nö, wir hatten immer eine stillschweigende Abmachung. Er fragt mich nicht, ich frag ihn nicht. Und das ist auch besser für alle. So. Wollt ihr jetzt noch was trinken oder und euch an den Tisch setzen oder nicht? Wollen wir? Deine Sache, ich weiß nicht, was du heute noch erledigen wolltest. Erstmal noch ein Bier trinken. Jut. Jut, die Kinder. Dann gehe ich mal an den Tisch darüber, kriegst du dich und bring dann ein Bier gleich. Supi. Jo. Mann, da kam nichts Sinnvolles mehr raus, ist aber auch nicht schlimm. Kaban hat's ja nicht leicht mit den Frauen, das muss man ja auch betonen. Und er macht es sich ja auch nicht leicht. Also es gibt ja so kleine Sachen, wo er einfach erwartet, dass, das ist so witzig, dass er erwartet, dass irgendwie so eine Ahle, weiß nicht, irgendwie scheiße ist und dass er da einfach negative Dinge irgendwie hinnimmt. Ohne wenigstens, keine Ahnung, mal kurz mit ihr sich drüber zu unterhalten. Weil er halt, weißt du, er nimmt es halt einfach in Kauf und nimmt an, dass das Standard ist, wenn man eine Ahle hat, dann muss man halt auch leiden dafür. Das ist, er ist für mich natürlich ein Geschenk. Ich werde es sehr herzlich annehmen. Und wie auch die Fleischdrohne. Nie um die Ohren pfeffern. Und ja. So. Ach ja, die Freya, das wird gut. Und mit Jojo wird das gleich noch viel lustiger. Aber naja, was wollte ich jetzt eigentlich noch? Genau, in den nächsten Folgen wird ja dann. Man, irgendwie muss man ja mal was schaffen. Dr. Föfe und so. Das wird. Da wird es weitergehen. Und dann. Da wird bei uns Folgendes passieren. Jetzt ist heute der 23. Oktober. So. Jetzt habe ich Folgen für 6, 7 Wochen irgendwie. Bin und dann bin ich 4 Wochen nicht da. Das heißt, irgendwann wird, das sage ich jetzt schon mal an, Folgendes passieren. Da sind dann jetzt, wir spielen jetzt noch eine Woche. Das heißt, ich habe noch 4 Folgen, die ich dann noch fertig machen muss irgendwann. Und nach diesen 4 Folgen wird dann irgendwann so ein Intro kommen, so, was haben wir letzte Woche gemacht? Oh, du meinst vor 4 Wochen, keine Ahnung, Alter. Pff, es muss was passieren. Irgendwas war, glaube ich, mit Kabern und Brüsten. Ja, das könnte sein. Und da werden wir natürlich total dicht und deep sofort wieder an die Geschichtsstelle finden. Oder ich muss halt irgend so einen Abschluss finden, der, na, der das zulässt, dass man sich nicht zwingend dran erinnern muss. Das wird auf jeden Fall richtig gut. Das wird auch kein Bruch für uns. Von daher alles safe. Ja, genau. Die Musik ist von German Shepherd mit dem Lied Russian Stay After Marvin Great Style für alle rechtlichen Fragen, Videobeschreibung und ja, bis zum nächsten Mal.